alle. Ich habe in den Kanal Appelines-Saal einen Link gepostet zu einem Whiteboard, ein Conceptboard. Das teile ich auch gleich. Sekunde. Das mal so. Und das ist aber auch im Programm verlinkt. Also das werden wir nachher brauchen. Ich teile es zwar jetzt, aber nachher machen wir so ein kleines Voting, weil wir schauen wollen. Ich habe es ja im Text beschrieben. Der LernOS für dich Leitfaden, der eigentlich das Thema persönliches Wissensmanagement im Kern hat, ist aktuell noch sehr methodenlastig rund um Getting Things Done, WOL und OKR. Und nur in dem LernOS Flow, das zeige ich gleich, kommen schon so ein paar PKM-Elemente zum Vorschein. Und die Idee ist, das jetzt mit der nächsten Version eigentlich zu kippen und das persönliche Wissensmanagement nach vorne zu holen mit eigenen Wissenslandkarten, mit KI-Tools und so weiter und diese Methodenfokussierung ein bisschen runterzutonen. Und da gibt es erste Ideen dazu. Genau, macht nichts. Du hast getestet, ob die Regeln passt. Na, ja, sehr gut, passt noch heute. Erste Ideen dazu und die würde ich euch halt gerne mal vorstellen im ersten Teil der Session und im zweiten Teil dann eben auch so die Ideen in Richtung, in die wir denken, mal bewerten mit euch gemeinsam. Und dann haben wir da hoffentlich im Laufe des Jahres dann einen coolen neuen Leitfaden. Macht nichts. Das ist wie so eine Mauer, oder? Okay, also für die, die das gar nicht kennen, LernOS für dich Leitfaden, da gibt es im Grundlagenbereich verschiedene Sachen. Es gibt den Canvas, wo man so ein bisschen eigene strategische Ausrichtung sich festlegen kann. Purpose-Driven Work, Aufgaben, Rollen. Da wird es eine neue Version geben. Ich glaube, der Carsten wollte irgendwie einen Core. Ist der Carsten da? Ja. Ja, genau. Mit Carsten habe ich da quasi den Core Canvas mal überarbeitet. Also der wird sich quasi komplett ändern. Dann gibt es diesen Dreiklang Mindset, Skillset, Toolset. Also diese sozusagen zum kontinuierlichen Lernen gehört vielleicht sogar als wichtigstes. Die Regel stimmt auch immer noch. Das ist gut, immer wieder zu testen, weil die können sich ändern. Na, also so die Haltung, die ich dem Lernen gegenüber habe, das ist ein bisschen das Lifestyle-Thema von gestern, aber natürlich auch ganz viel Fähigkeiten. Ja. Nur kurz zu dem Dreiklang, weil das ist jetzt keine Organisation, sondern geht es ja um dich selber. Genau. Was wir aber letztens auch da diskutiert haben, das, was wir ja bei Organisationen haben, wären da ja vielleicht Rituale. Okay, ja. Also nur so als kann man andenken, ja. Nochmal, also das ist keine Regel, aber das sind Dinge, die stabilisierend wirken und auf die man sich immer wieder berufen kann. Ja, okay. Guter Hinweis. Vielleicht noch im Chat als Merker. Oder ist im Recording drin. Das passt auch. Und natürlich das Toolset. Und ganz viel der Entwicklung in den letzten Jahrzehnten ist ja immer so toolgetrieben. Ne? Also es bewegt sich was, wenn ESNs eingeführt werden. Und über ESNs fängt man an, über Community Management nachzudenken. Office 365 wird eingeführt. Man fängt an, über E-Mail ist vielleicht nicht mehr das Richtige, sondern wir arbeiten chatbasiert zusammen und organisationsübergreifend. Und so ähnlich ist halt jetzt ein Treiber KI. Ja, und deswegen war die Idee, das eben auch skizziert gleich über das Thema KI eben aufzuziehen und darüber aber eben dann zu Skill und Mindset auch zu kommen. Aktuell ist da noch so eine Version drin von diesem Workplace, das hat man mal an Harold Yarkeys Sixth Sense Share angelehnt. Und da gibt es aber dann Leute, die das gar nicht nutzen oder nicht verstehen und haben überlegt, ob wir das sozusagen verbessern, aufbohren, mehr erklären. Und dann kommt aber immer mehr so diese Frage auf, wir haben eigentlich auch viel mit Informationsflut zu kämpfen, kann uns KI helfen, irgendwie unseren Newsstream in den Griff zu kriegen oder YouTube-Videos, die wir uns merken, so wie früher PDF-Dokumente, die wir speichern, aber nie lesen, in den Griff zu bekommen. Und da kam dann so der Gedanke auf, eigentlich zu dem klassischen Prozess-IPO zu kommen, also Input-Process-Output. Und zu sagen, wir haben halt als Wissensarbeiterinnen ganz viel, was der David Allen in GDD Inbox nennt, also ganz viele Dinge, die auf uns einprasselt. Wir müssen irgendwie einen Prozess haben, die zu organisieren oder zu prozessieren. Und ganz viel, wenn man an Working Out Loud denkt, mach deine Arbeit sichtbar. Da blogge ich dann, da mache ich Podcasts, da schreibe ich Newsletter, da pflege ich SharePoint-Seiten. Und deswegen wird es jetzt, zeige ich auch gleich noch, eben die Idee, können wir alles diskutieren, da mit der Grafik in Richtung IPO zu gehen. Was es auch gab, da gibt es diesen LernOS Flow, das ist quasi mal der Versuch, diese drei methodischen Ansätze in einen Workflow zu bringen, weil ich ja als Wissensarbeiter immer mir so ein bisschen überlegen muss, an welchen Stellen meines Workflows arbeite ich denn eigentlich gerade. Regel gilt noch, perfekt. Ist es eher so mein Taskmanagement, ist es eher so, wo dokumentiere ich, ist es eher mit wem vernetze ich mich? Also das war der Versuch, hier mal mit
den Farbcode quasi Rot, Grün und Blau, OKR, GDD und Woll zu kennzeichnen. Ne? Und man sieht hier oben sowas wie eine persönliche Wissensstrategie, eine persönliche Wissenslandkarte, Teil welcher Communities und Netzwerke bin ich eigentlich. Da geben die anderen Methoden ja wenig Auskunft. Na, da kommt so ganz klein dieses PKM im Blick. Wie gesagt, das ist so die Idee, das jetzt auch ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Ganz versteckt finden viele gar nicht im Anhang. Gibt es eine Microsoft 365 Edition dazu, weil natürlich in vielen Projekten, wenn man Leuten das beibringt, dann immer diese What to use when Frage im Raum steht. Also Task Management gucke ich dann, okay, Planner kann das, dann habe ich To Do. Dann habe ich vielleicht Azure DevOps, die Organisation hat noch ein Jira, mein OneNote kann auch Aufgaben verwalten und manche machen die Aufgaben vielleicht in einem noch ganz woanders. Ja, und da sozusagen den Leuten Hilfestellung zu geben, immer mit dem Versuch, mal da nochmal zurück, weil wir wollen ja versuchen, dass die Lernneues-Leitfäden sowohl für Menschen in Organisationen als auch außerhalb funktioniert, ne, sozusagen hier die Toolklassen nochmal aufgeführt und dann so Beispiele Internet, Beispiele Intranet. Ne, weil ich vielleicht, wenn ich jetzt so für mich selber, mein eigener Memex ist ein Obsidian, da würde ich nie OneNote verwenden, aber meine Organisation erlaubt mir vielleicht nur OneNote und dann ist es besser, OneNote zu haben, als gar nichts zu haben. Ne, und das ist so die Idee. Und das wird uns bei KI, ne, da wo halt viele sagen, ja, lege ich halt mit meinem Gmail-Konto einen ChatGPT-Account an, das werde ich wahrscheinlich mit meinen Projektinhalten nicht machen können. Also das so ein bisschen als vorneweg. Genau, das ist jetzt, was Harald vorhin noch gesagt hatte. Ne? Also das ist eins der Ergebnisse aus dem Benchlining-Projekt letztes Jahr, wo wir quasi gesagt haben, dieser Dreiklang Mindset, Skills, Toolset fokussiert halt sehr aufs Individuum. Das Individuum ist aber immer in Rahmenbedingungen eingebettet, die ich nicht ändern kann. Wenn meine Organisation sagt, ich kriege keinen Microsoft 365 Copilot, dann ist das erstmal so, da kann ich nichts dran ändern. Na, da kam sozusagen hier dieser Rahmen nochmal außenrum. Ich bin in einen Satz von Regeln und Normen eingebettet, an denen ich vielleicht rütteln kann und dran arbeiten kann, dass die sich ändern, aber ich kann sie eben nicht selber ändern. Genau, so und dann springe ich mal hier rüber. Das ist jetzt sozusagen die, was ich gestern in dem Impuls auch drin hatte. Also erstmal diese Klassifizierung nach IPO. Freuen sich vielleicht die Prozessmanager, freuen sich die Lean-Leute. Also ich finde, wo ein Riesenpotenzial für Wissensarbeit noch drinsteckt, ist so dieses ganze Thema White-Collar-Lean oder Knowledge-Worker-Lean, ne, wo ja Lean-Management quasi als der Versuch, Verschwendung zu vermeiden, sehr stark auf Shopfloor, Produktion, Blue-Collar gemünzt wird. Da ist das perfekt durchdacht, die ganzen Workshops, wie gehe ich ein Werk durch, um das Lean zu machen, das wird praktiziert seit 20 Jahren. Im White-Collar-Bereich gibt es auch Taxonomien für Muda und Verschwendung und so weiter. Ich finde aber, das ist relativ wenig beachtet. Also so dieses, wie werde ich produktiver, wie kann ich das messen? Carsten, habe ich ein paar Mal diskutiert, wo sind eigentlich die Time-and-Motion-Studies für Wissensarbeit zum Beispiel. Also solche Sachen, die sind eigentlich nicht so sehr im Blickwinkel. Deswegen, auch wenn vielleicht der eine oder andere aufstöhnt mit dieser Prozessdenke, ich finde sie eigentlich ganz geeignet, auch für meine eigenen Workflows, ne, mal zu sagen, wo habe ich das Gefühl, da kommen jetzt viel mehr News rein, als ich irgendwie prozessieren kann oder wo bestelle ich viel mehr Bücher, als ich lesen kann oder wo merke ich mir viel mehr Podcasts, als ich hören kann. Ne, und umgekehrt halt auch, wenn ich jetzt Projekte gemacht habe, ne, wo publiziere ich das dann? Also wo kann ich gucken, dass dann Sachen auch hinten wieder rauskommen? Also ich finde es irgendwie ganz, ganz gut, aber das können wir halt auch gerne diskutieren. Genau, und die Aufteilung, die hat sich jetzt so ein bisschen geändert, also dieses Six and Share ist weg, Organize ist weg. Auf der Input-Seite, ich gehe sie mal durch, gehe vielleicht nicht auf alle im Detail ein, das reicht die Zeit nicht. Na, auf der einen Seite diese ganze Schiene Chat und Messaging, die sich meiner Wahrnehmung nach, also in meinem Alltag würde ich sagen, hat sich 80-20 in 20-80 verkehrt, in Projekten und so weiter gibt es eigentlich keine E-Mails mehr, ne, sondern es ist komplett Chat-basiert, viel Teams, aber auch andere Chat-Clients. Gewinnt auch im operativen Geschäft sowas wie Direct Messages in LinkedIn eine gewisse Bedeutung, weil man auf einmal in Kundenprojekten LinkedIn-Chats hat oder noch andere Dinge, Signal-Chats. Also das ist so eine Input-Dimension. Dann die ganzen Aktivitätenströme, soziale Netzwerke, also euer LinkedIn-Feed oder Mastodon-Feed oder sowas, ne, wo ich auch schwierig zu handhaben finde mittlerweile, also vorher schon, weil sehr viel Selbstdarstellung und Werbung da stattfindet und weil jetzt halt mit KI da eine Riesenflut reinkommt, wo irgendwie eine KI braucht, die den Aktivitätenstrom bändigt und die KI rausfiltert.
Podcatcher, Feedreader, Suchen, gespeicherte Suchen, die einen dann über neue Suchergebnisse informieren. Also das ist mal so ein Vorschlag für die Input-Kategorien. Immer gern, wenn jemand jetzt schon weiß, da hätte ich gern noch andere, gerne hier so nebendran irgendwo Post-its kleben. Nicht in den farbigen Bereich, weil auf dem wollen wir nachher noch abstimmen, um mal zu gucken, was so für euch die wichtigen Dinge eigentlich sind. Im Prozessbereich hat man die ganze Schiene Personal Information. Ja, Marina hat die Hand oben, genau, schieß los. Sind nicht eigentlich die meisten der Sachen, die bei Output stehen, auch etwas, was man bei Input hinstellen könnte? Weil über all diese Kanäle hat man ja auch Input. Genau, also wenn man so ein soziales Netzwerkdiagramm hinmalt, würde ich sagen, der Output des einen ist der Input des anderen. Ne? Also wenn du auf die Idee kommst, einen Newsletter zu starten und ich abonniere den, ist das quasi meine Outlook-Inbox, die da ankommt. Absolut. Also ein bisschen wie, wer den KI-MOOC gemacht hat, da gibt es das Kapitel in den Grundlagen neuronale Netze. Da hat man ja die Neuronen, also quasi diese Zellen, und die sind ja miteinander vernetzt. Ne? Und so ist halt quasi, kann man sich vorstellen, ein Mensch, ein Neuron. Und wenn ich mit einem Output von jemand anderem verbunden bin, dann habe ich sozusagen da den Output des anderen in meiner Inbox drin. Absolut. Ich meine, es macht total Sinn, aber ich gucke ja auch in diesem Überblick auf mein eigenes Ökosystem. Und da fehlt mir halt die Spalte, die links als Output ist, einfach dupliziert nochmal als Input, weil meine Outputs sind ja andere als meine Inputs. Klar vernetzen sich die mit anderen Menschen, aber wenn ich das, sage ich mal, dokumentieren möchte, welche Podcasts ich so höre, welchen Webseiten ich folge, etc. pp., dann müsste das alles auch nochmal ein Input sein, weil das sind ja meistens nicht die ich outputte, oder vielleicht auch, aber nicht exakt dieselben. Ja, aber die Tool-Klasse ist ja eine andere. Ne? Ich werfe mal dem Harald hin. Also ich mache mal dann zwei Beispiele. Wenn jemand einen Podcast quasi anbietet und ich abonniere den, dann landet der hier links in meinem Podcatcher. Wenn ich ein soziales Netzwerk habe und ich folge dem Harald, dann sehe ich seine Beiträge in meinem Aktivitätenstrom. Ne, wenn ich eine Website habe und kann Neuigkeiten abonnieren, dann habe ich die abonniert, aber dann landet die abonnierte E-Mail quasi in meiner E-Mail-Inbox. Also diese Verbindungen gibt es, aber halt nicht eins zu eins. Es ist nicht das gleiche Tool. Der Podcatcher auf meinem Telefon ist ein anderes Tool als dein Spotify oder was auch immer, womit du deinen Podcast machst. Ne? Verstehe. Aber das könnte man noch mal ein bisschen darstellen. Das ist ein interessanter Aspekt, ja. Also ich sehe halt vor allen Dingen inzwischen Input und Output, ich weiß nicht, ob es im Process oder im Output wäre, da ist ja die Möglichkeit der Einflussnahme. Also ich kann ja oder sollte als Projektleiter entscheiden, die Informationen, die ich bekommen habe oder erarbeitet habe, auf welchem Level speise ich die wieder ein? Mache ich die für die globale Organisation sichtbar? Mache ich die außen sichtbar? Mache ich sie innen für mein Team sichtbar? Und danach richtet sich ja dann der Kanal, in den ich wähle. Also diese Entscheidung, welchen Output-Kanal wähle ich für welches Thema, um welche Zielgruppe zu erreichen, ist meine persönliche Entscheidung eigentlich. Ja. Und da kann ich Einfluss nehmen. Beim Input fällt es mir relativ schwer, Einfluss zu nehmen. Ja. Na, okay, nehme ich auf. Genau, auf der Process-Seite, da haben wir die klassischen PIM-Tools, also so Personal Information Management, Kontakte, Termine, Kalender, meine Links und so weiter. Zweite Kategorie, Digital Note-Taking, also Notizbücher, ne, so recht bekannt oder sichtbar geworden durch OneNote, aber da gibt es auch ROM Research und Obsidian, also da gibt es eine breite Palette von Werkzeugen, die teilweise auch, also von der Dativ weiß ich, ne, die haben Obsidian mittlerweile freigegeben, das heißt, ich kann als Wissensarbeiterin mir ein Obsidian holen und dort sozusagen meinen Memex drin abbilden. Taskmanagement, Mindmapping, ganze File-Management-Schiene. Also ja, würde ich schon sagen, wir sind und sollten noch viel mehr den Übergang schaffen von filebasierten Arbeiten zu webbasierten Arbeiten und auch von closed zu open. Ja, da gibt es ja durchaus auch hier im Raum ein paar Verfechter. Man merkt, auch jetzt in so einem Orga-Team von so einer Konferenz, wo wirklich Leute sind, die ja da in die Richtung Bewusstsein haben, auf einmal gibt es wieder ein Drehbuch als Word-Dokument und das ist gepostet in den Chat und keiner kann daran was ändern. Ja, also das ist wahnsinnig schwierig, dieses File zu Web und Close zu Open irgendwie in die tägliche Routine reinzubringen. Und deswegen denke ich, so ähnlich wie dieser Radikadi-Report, der wertet ja jedes Jahr aus, wie viele Business-E-Mails geschickt werden. Da wachsen wir mit so 3-4%, glaube ich, ungefähr pro Jahr. Also das geht nach oben und nicht nach unten. Und genauso, denke ich, werden wir auch in 5 bis 10 Jahren noch in irgendeiner Art und Weise mit Files zu tun haben. Gerade weil die großen Player wie Apple und Microsoft eben file-based sind und auch Linux file-based ist. Das wird eine Weile brauchen. Ja, reicht den mal durch, sonst schieße ich die...
Doch, das ist, da darfst du ruhig. Ich habe genügend zum Thema Fallbest. Nee, genau, Hinweis vom Harald, also völlig richtig, ist ja noch viel schlimmer. Also diese zweidimensionale Abbildung hier Input, Process, Output ist halt eine Vereinfachung. Ja? Genau diese Sphären persönlich und die unterschiedlichen Kreise wären eine weitere Dimension. Und man hat sich schon so 2005 bis 2010 haben sich einige Leute mit Personal Knowledge Management Modellen beschäftigt, packen ein paar Links rein, gibt es eben genau Diplomarbeiten, für genau diese Modelle abgebildet sind. Ich glaube, die Herausforderung ist vor allem, dass wenn der digitale Workflow funktionieren soll, dann muss er ja eben über Input, Process, Output gehen. Das heißt, natürlich verbessere ich dann was, wenn ich nicht da Toolbrüche dazwischen habe. Aber die Idee, dass das in einem Tool alles glatt durchgeht, ist halt, wird auch eine Idee bleiben, schon allein, weil die Hersteller ja ständig sich ausdehnen, fokussieren, aufkaufen. Ihr wisst, was ich meine. Aber es ist viel komplizierter als dieses Bild. Aber das Bild ist das Beste, was wir haben. Sehr schön formuliert. Florian, du wolltest gleich rein? Ich wollte nur noch sagen, was die Integration und in den Prozess betrifft. Ich komme ja ursprünglich aus dem technischen Bereich. Und was warte ganz kurz, hör dir hinten oder muss ein bisschen lauter? Bisschen lauter. Ich komme ursprünglich aus dem technischen Bereich, aus dem Anlagenbau, und was wir jetzt hier noch gar nicht drin haben, ist Spezialsoftware. Ja. Ne, so CAE-Tools oder ähnliches. Engineering ist ein Wissensarbeit, und diese Tools sind in diese Prozesse ganz häufig sehr, sehr bescheiden integriert. Ja. Also das ist ein wichtiger Hinweis. Ich schreibe die Leitfäden ja immer so ein bisschen mit der Prämisse für die Allgemeinheit, also so für alle. So ähnlich wie jetzt beim KI-MOOC. Conti hat den KI-MOOC lassen intern laufen mit dem Fokus auf Kommunikateure. Genauso kann ich mir vorstellen, das auf HRler zu münzen oder Softwareentwickler. Das heißt, von all diesen Darstellungen kann man sich immer eine Konstrukteursversion oder so vorstellen. Nur dann wird es halt noch komplexer quasi. Mir ging es vor allen Dingen um den Integrationsaspekt, der da halt noch viel weniger häufig gegeben ist. Da hat auch schon jemand Spezialsoftware reingepackt. Sehr gut. Muss ich mal gerade gucken, kann ich den? Wer Spezialsoftware da reingepackt hat, tut es vielleicht kurz neben die Grafik schieben, dass wir es nachher im Voting nicht drin haben, der Stefan. Sehr gut. Okay, die rechte Seite, die mache ich mal schnell, weil ich glaube, unten spielt auch noch ein bisschen die Musik. File-Sharing, ne, sowas wie OneDrive, Box, GitHub, keine Ahnung, wo ihr Dateien teilt, Dropbox, ist eine interessante Fragestellung, ne, wo teile ich meine Files intern. Dann, was ich überhaupt nicht verstehen kann, dass mit so Plattformen wie SharePoint Online zum Beispiel in Organisationen, die mir ermöglichen, so einfach Blogs, Podcast, Video, Blogs aufzusetzen wie in WordPress, warum das massiv nicht gepusht wird. Warum nicht sagt, wir nehmen uns 2-3 Jahre und dann hat jede Mitarbeiterin einen Blog. Und dann schreibe ich da meine Erfahrung zum Software Engineering rein. Und wenn ich lieber spreche, dann mache ich einen Podcast da drauf. Also das ist so leicht geworden, weil SharePoint so ein Webbaukasten ist. Und ich habe das Gefühl, es wird noch viel mehr von Unternehmenskommunikation dagegen gekämpft, weil die so ihr Mitarbeiterzeitung News hinter Glas verteidigen wollen und alle, die dann Blog intern haben, vielleicht da das stören oder die Aufmerksamkeit, wie Joachim gesagt hat, da wegziehen. Aber ich denke, so ähnlich wie Wikis so ein Aspekt war, wirklich Dinge aus den Silos rauszuholen, nach oben zu spülen, wäre diese Verbreitung von Blogs und Podcasts in Organisationen was massiv die Wissensteilung fördern würde. Ja, genau. Also alles raus aus dem Silo und irgendwie ins Open by Default, hast du, glaube ich, gesagt, Carsten, gestern. Warte. Ja. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht naiv, aber ich meine, SharePoint ist für uns bei uns genutzt, für alle zugänglich und niemand wird gestoppt. Das Ding ist nur, dass wir so viel Zeug da rumliegen haben auf dem Server, das eh keiner liest, weil wir dann nicht mehr zum Arbeiten kommen würden. Also kann jeder seinen Blog da machen und sein Wissen ausbreiten, aber wenn da keiner hinkommt, es zu lesen. Also für mich war wirklich vor 2 Jahren war ein Eye-Opener im Audi Intranet-Projekt. Da waren ein paar Kollegen von Microsoft, die das begleitet haben, immer Konzept-Review gemacht haben. Und in einem Termin hatten wir nicht so viele Themen und dann habe ich gesagt, lass uns den nicht absagen, sondern lass uns mal von Microsoft ihr Intranet zeigen. So, und das war eine irre Erfahrung, weil das so wild war. Also da hatten alle möglichen Themen und Standorte, hatten eigene Websites und Köln sah anders aus als München. Und dann gab es hier ein Newsletter und der andere hat es in Yammer gemacht, was aber eigentlich was Ähnliches war. Wo ich gesagt habe, das sieht aus wie das Internet.
Ja, das sieht so aus wie das Internet. Und die arbeiten halt dann dran, dass die Medienkompetenz der Leute hoch ist, dass sie wissen, den Newsletter kann ich mit Outlook-Regeln den Müll sortieren lassen, aber der eine Blog oder die eine Yammer-Community ist wichtig. Ja, und da, finde ich, ist noch viel zu sehr, wird in den Intranet so die Kathedrale gebaut, Hochglanz, so wie Mitarbeiterzeitung, der Font muss passen und tolles Bild vorne drauf. Und alle sagen, für mich als Wissensarbeiter spielt da drin eigentlich gar nicht die Musik. Ne, und man hat noch diese ganzen alten 11 Hierarchieebenen, tiefe Navigationen und so weiter. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist aber professional und serious business und so weiter. Wir müssen das alles professionell durchziehen. Dann sage ich immer, ja, schauen wir mal kurz auf den Kontostand von Microsoft. Das scheint schon irgendwie zu funktionieren, wie die das machen. Ne, also dieses Pattern, wie das Web funktioniert, selbstorganisiert, bunt, Leuten Medienkompetenz beibringen. Und wenn du sagst, für deine Message ist ein Podcast das Richtige, muss man den einsetzen können. Und ich finde, es war nie so leicht wie heute, aber es wird halt an vielen Stellen einfach noch nicht oder nicht ausreichend zumindest genutzt. Was ich unten noch ganz spannend finde, ist diese ganze Schiene, sozusagen Infrastruktur dahinter, digitale Endgeräte, finde ich, merkt man jetzt gerade, fängt eine ziemlich große Rolle an zu spielen. Also ob ich irgendwie so ein Mac mit einem M-Chip und Neural Engine drin habe oder irgendwie meine Organisation hat mit so einem grausigen i5-Prozessor ohne Grafikkarte oder mit Onboard-Grafikkarte gegeben, ist halt der Game-Changer, was KI angeht. Ja, man hat es gemerkt beim NFC-Tag, ob ich auf iOS bin oder auf Android bin, macht den Unterschied. Ganz viele Leute kennen auch Features gar nicht, die für Wissensarbeit relevant sind, die in die Betriebssysteme mittlerweile eingebaut sind. Also da spreche ich noch gar nicht über Tools, die auf der Plattform stattfinden, sondern einfach, was bringt das Ding schon mit? Das Betriebssystem, auch die Browser. Weiß ich, wie euch das ging, vor einiger Zeit, ich habe Anfang der Pandemie mal so ein Experiment gemacht, eine Woche auf Windows, eine Woche auf Mac, eine Woche auf Linux zu arbeiten und ich dachte eigentlich, dass das ziemlich knirscht. Hat es nicht, weil mittlerweile ganz viel Browser-based funktioniert. Also ich würde sagen, so Browser ist das neue Betriebssystem und man konnte auch problemlos im Business-Kontext auf Linux arbeiten. Und jetzt, weiß ich, gestern hat mir jemand erzählt, Arc-Browser, da wird KI eingebaut, Chrome kommt jetzt mit den ganzen Werbegeschichten, jetzt gehen wieder viele zu Firefox rüber. Also so dieser Browser als mein Schreibtisch ist was ganz Spannendes und die bieten auch ganz viele Funktionen, die aber in der Wissensarbeit auch nirgendwo systematisch in Organisationen verbreitet werden. Das ist halt so, keine Ahnung, hier ist dein Windows 11, du musst Edge verwenden, aber darüber hinaus geht es oft gar nicht. Also da steckt viel Musik drin. Auch was KI angeht, die gelben Zettel waren ja alle diese KI-Themen. Arc kommt jetzt quasi mit der Möglichkeit, KI drin zu nutzen. Und letzter Punkt hier, quasi KI-Tools separat nochmal. Ja. Danke, Marina. Ja, ich hätte jetzt zwei Fragen. Das eine ist, diese Möglichkeit, so viel Output zu generieren und sich natürlich gegenseitig daran teilhaben zu lassen, was für Learnings man hat. Ich bin davon grundsätzlich eine große Freundin. Gleichzeitig verstehe ich schon, dass es dadurch eine sehr große Variabilität an Informationen gibt, in der eine Organisation sich A, verlieren kann. Also im Endeffekt muss das alles irgendwo, wenn jeder nur einen einzelnen Block hat sozusagen und nicht alles in einem gemeinsamen Lernkonstrukt integriert ist, könnte ich mir vorstellen, dass sich das so ein bisschen verliert. Und selbst wenn man das gut strukturiert und irgendwie eine Struktur einbindet, sodass jeder das Relevante für sich rausfindet, wie rechtfertigt man, dass der Lernoutput der Organisation aus dem Kreieren dieser Inhalte die Zeit rechtfertigt, die jeder und jede Mitarbeitende in solchen Input reinsteckt. Also wie kann ich das vor einem mittleren oder höheren Management einer Organisation vertreten und sagen, hier ist nachweislich, ja, es bringt mehr, als wir reinstecken? Ja. Also es hat zu, wenn ich erinnere, Harald, am Anfang Bosch, als die angefangen haben, das Thema Community Management und vernetztes Arbeiten intern zu kommunizieren, fand ich eine Message ziemlich schlau. Die haben gesagt, wenn unsere Märkte und unsere Kunden immer mehr vernetzt sind und unsere Produkte, die da draußen immer mehr vernetzt sind, dann müssen wir die Vernetzungsdichte auch in der Organisation hochfahren, weil sonst das Wissen, was wir über, was wollen die Leute da draußen eigentlich, zwar in Fragmenten da ist, aber es wird nirgendwo zusammengeführt. Und wenn man das jetzt mal auf Microsoft bezieht, würde ich sagen, in der Zeit von Ballmer noch, war ein ganz klar Top-Down-Vorgabe, was die einzelnen Produkte sind und dass SharePoint nichts mit Outlook zu tun hat und
weiß nicht, kennen jetzt die Innereien alle nicht, aber da hatten sie die Vernetzung nicht. Und das hat sich auf 180 Grad gedreht, also als Nadella kam. Bit Refresh, das Buch, ne, würde ich, also finde ich, ist eine der großen Transformationsgeschichten, die es jetzt gab in letzter Zeit. Und ich glaube nicht, dass bei Microsoft ich irgendwo nachweisen muss, wie viel Zeit ich jetzt investiert habe, um einen Blog oder einen Podcast zu machen, oder jemand sagen muss, warum habe ich jetzt eine Stunde lang mir einen Podcast angehört, statt irgendwelche Zahlen in Excel zu tippen, sondern es entsteht in der Organisation einfach das Bewusstsein, dass ich damit schneller vorankomme, weil auf einmal Leute zusammen Sachen machen, ich auf irgendwas aufbauen kann, was ich gefunden habe. Sagen wir in Klammern, so wie das Internet halt auch funktioniert. Ich führe auch kein Buch drüber, wie viel Zeit brauche ich, um was zu googeln. Wenn ich irgendwie merke, ich habe jetzt dreimal gegoogelt und finde da nie was, es ist einfach, einen Harald anzurufen und er sagt mir es, dann rufe ich halt den Harald an, aber darüber führe ich kein Buch. Und das ist, glaube ich, schwierig, das so in Zahlen wirklich greifbar zu machen. Ja, es ist halt, also so, wenn du es so erzählst, macht es halt komplett Sinn. Nur wenn man das versucht in einer Organisation, die das noch nicht so sieht, und bei Leuten, die das einfach intuitiv noch nicht unterschreiben, zu promoten, ist es halt einfacher, das in irgendeiner Art und Weise darzustellen, weißt du? Ich finde, was die, wir hatten ja vor 2 Jahren bei der LostCon dieses ganze Thema, wie hieß der, Daniel Messick, also quasi agil einzuführen durch Experimente, und Dativ agiert ja auch sehr viel mit diesem Experimentkonzept. Und ich erinnere mich an die Enterprise 2.0 Zeit, da saß man mit Top-Führungskräften in Runden und hat drüber gesprochen, wer kriegt denn jetzt einen Blog, für wen ist irgendwie interne YouTube-Plattform sinnvoll, und dann fragt man mal so in die Runde, wer bloggt denn von euch? Wer hat denn einen YouTube-Kanal? Und da ist halt niemand. Wer hat schon mal in Wikipedia was reingeschrieben? Haben die alle nicht gemacht. Und dann sage ich, wir sitzen hier und diskutieren als Blinde über die Farben. Wir brauchen dann mal einen Raum, um zu sagen, jetzt lass uns doch mal irgendwie als Führungskraft meine Strategiekommunikation nicht mehr, der Assistent schreibt in Word, macht ein PDF draus und verschickt es an 1000 Leute per PDF. Rückkanal gibt es nicht, sondern wir machen das jetzt mal als Blog, ein, zwei Quartale. Und schauen, was passiert. Und dann kann man irgendwie eine informierte Entscheidung treffen. Aber ja. Ja, hast natürlich einen guten Einstieg im Vorstand, wenn du sagst, wir sind ja hier wie die Blinden. Ja. Sind so, ich habe es nicht wörtlich so gesagt. Nein, das habe ich mir gedacht. Selbst wenn es richtig ist. Ich habe ja 2010 und vieles ist damit noch gültig. Ich habe mich schon ein bisschen gespammt über Weblogs in Organisationen promoviert. Da ist hinreichend auch erklärt, wie man das rechtfertigt, also jetzt nicht in Richtung Management, sondern egal, was man überhaupt da anführt. Und Vernetzung ist sozusagen die oberste Ebene, wo man strategisch das rechtfertigen kann. Dann kann sicherlich auch ein Team dafür argumentieren, dass es damit besser arbeiten kann. Software-Teams können das, die sind so stark mittlerweile, die sagen einfach, wir können so besser arbeiten, wir sind Softwareentwickler, Thema durch. Und wir sind ja aber hier beim individuellen Wissensmanagement. Und eigentlich ist eine Begründung immer auch für dieses Bloggen gar nicht, ich mache das für andere, sondern die ist immer, ich habe jetzt den dritten Anruf zum gleichen Thema, ja, und ich mache das jetzt für mich, weil es mich effizienter macht. So viel muss dann das Management im 21. Jahrhundert auch dem Wissensarbeiter eben vertrauen, dass er sich mit seinem Personal Tool die Arbeit effizienter macht. Das heißt, es gibt halt nicht nur die eine Argumentation, die alle Organisationen und den Manager glücklich macht, sondern ist es da schon sinnvoll, die verschiedenen Ebenen der Wirkungen und der Nutzen zu verstehen. Und ein Argument, was ich auch immer bringe gegen E-Mail und für Blogposts ist, ich meine, ihr seid alle viel strukturierter als ich, aber kaum habe ich die Mail verschickt, fällt mir noch was ein. Und dann ist halt viel cooler, wenn ich den Link verschickt habe. Also die Mail doch zurückholen in den modernen. Ja, das Feature habe ich gar nicht mehr gesehen. Also unterschiedliche Ebenen, ja. Und einfach auch hier über die individuelle Produktivitätssteigerung argumentieren. Ja. Ja. Ich traue mich kaum mehr zu werfen. Na komm, Simon? Ja. Ah ja, der Harald. Oh, den sehe ich gar nicht. Sorry. Der Harald hatte ja schon. Jetzt darfst du es mal. Ich habe eine Frage zu dem Thema Output. Also wenn ihr was direkt antworten wollt, dann... Würdest du das zu Peer-Learning-Formate und sowas, würdet ihr das unter soziale Netzwerke bei Output zählen? Oder? Ja, diese Digital Workplace Canvas steckt in der Kategorie Toolset erstmal. Also okay. Da geht es erstmal nur um Tools. Das heißt, soziale Netzwerke jetzt in dem internen Kontext ist sowas wie Viva Engage oder Jive oder Connections oder so. Ja. Was man da drauf dann spielt inhaltlich... ist eher die Formatschiene. Ne? Ja. Lass mal vorwandern, genau. Ich sage in der Zeit noch was hier zu der letzten Kiste, weil wir wollen auch noch so ein bisschen abstimmen dann und die... Oder jetzt hat es der Stefan schon. Mach du erst gerne.
Ah, super, danke. Beim Output hast du da auch angedacht, quasi nochmal zu differenzieren zwischen, was sind so die alten klassischen Nuggets, zum einen auf der persönlichen Ebene, aber vor allem auch auf der organisationalen Ebene. Mach mal ein Beispiel. Ein Unternehmen verfolgt ja auch eine gewisse Unternehmensstrategie mit Schwerpunkten in verschiedenen Industrien oder Produkte und möchte dann halt eben auch, dass in diesen Bereichen auch wirklich hochwertige, qualitativ gute Dinge sind, die sich dann halt eben von der Spreu so ein bisschen unterscheiden. Also das ist ja aus Web 2.0, Enterprise 2.0, da hat man ja immer Unterschieden zwischen Control Content und User Generated Content. Ja. Und du hast natürlich Bedarf, Control Content zu haben, dass du sagst, was sind unsere Standorte, was sind unsere Kennzahlen, wie ist die Strategie. Da hat vielleicht eine Unternehmenskommunikation einen Daumen drauf und es gibt einen Änderungsprozess. Aber schlau ist, denke ich, irgendwie eine systematische Brücke zum User Generated Content zu bauen und zu sagen, wo wird denn diskutiert, ob wir die Strategie als Belegschaft richtig finden oder ob wir eine neue Idee noch dazu haben oder wo sich das runterkaskadieren kann. Ne? Was bedeutet das eigentlich für einen Entwicklungsbereich, für einen Produktionsbereich und so weiter. Und das spielt dann aber halt auf dem Werkzeugkasten natürlich in einer Kiste. Ne? Du kannst sagen, wie machen wir das jetzt mit dem SharePoint? Muss ich den beantragen? Und die Unternehmenskommunikation sagt, nur offizielle Mandatsträger können ihren Blog intern führen. Ne, oder sage ich, man erkennt irgendwie der SharePoint-Seite an, das ist jetzt irgendwie, weiß nicht, bei euch heißt Co, auch was mit Co bestimmt, ne? Nicht Connect, sondern ja, nee, das Intranet, also die Intranets haben wir meist so einen Namen. Das heißt nur Intranet, okay. Ne, und dann kann ich aber die Frage stellen, darf nicht jeder mit einem Klick seine Stefans-Blog einrichten oder Stefans-Podcast einrichten? Nee, da bin ich ja schon voll bei dir, aber es gibt halt eben auch Themen im Unternehmen, wo das Unternehmen oder die Strategie halt vorgibt, da wollen wir jetzt unser Geld mitverdienen. Und da werden dann auch Budgets für allokiert, dass das dann eben auch, nachdem es von mir aus auch durch den Bottom-up-Innovationsprozess gelaufen ist, dass das dann halt eben auch weiterentwickelt wird. Und das du meinst jetzt, dass sowas dann nicht in einem Blog extern auftaucht zum Beispiel? Nee. Ja, aber das ist genau diese Intranet, diese zwei Spalten, die ich vorhin gezeigt hatte. Ne? Also ein Blog kann ja im Intranet sein oder kann in noch kleineren Bereichen sein, dass ich sage, das ist jetzt ein Blog, den dürfen nur die 100 Entwickler lesen, weil da geht es um ganz geheime Sachen. Blog heißt jetzt in dem Kontext nicht automatisch extern. Man müsste hier nochmal intern, extern überall zwischenziehen. Hat man aber zwei Layer quasi davon. Ne? Ja. Wirst zum Harald? Also nur ein kleiner Input noch, weil es ging ja um Arbeitseffizienz. Wir haben ja links beim Input das Thema Suche. Ja. Also da steckt halt noch unendliches Potenzial. Ich würde eigentlich auch Suche-Filter dazu schreiben, weil das sind einfach zwei sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Was ist ein Filter für ein Tool? Tagging zum Beispiel. Tagging, also erstens okay, Tagging und zweitens... Du hast kein Tagging-Tool. Also du ist eine Funktion in einem Blog zum Beispiel. Ja, aber die ist so wichtig, dass die von den meisten Leuten nicht verstanden wird. Also wenn wir hergehen und sagen, ich habe jetzt von 200.000 Leuten angenommen, die würden alles bloggen anfangen, dann ist ja die Angst da, ich finde nichts mehr. Ja, weil ich suche. Aber ich suche ja nicht, sondern ich filtere nach einem Begriff, der als Tag in irgendeiner Form an dem Blog dranhängt. Und dann habe ich nur noch echte gute Ergebnisse. Ja. Und die kann ich dann immer noch weiter runterbrechen. Also ich würde diese drei Stufen, einmal die Freitext-Volltext-Suche, die Filterung von bestehenden Begriffen und die dritte Ebene, die wir jetzt beim Onboarding eben mit reingenommen haben, ist erstmal zu verstehen, in welchem Tool fange ich denn überhaupt das Suchen oder Filtern an, nämlich... Möchte ich wissen, wie viele Standorte Conti hat, dann gehe ich davon aus, dass es irgendjemand gibt, der das Ganze auch mit Prozess hinterlegt hat. Oder suche ich irgendeinen Prozess, den vielleicht Hein Dattel irgendwo mal hingeschrieben hat. Ja. Das sind ja unterschiedliche Werkzeuge. Ja. Und das ist ja auch eine Form von Filterung, das richtige Tool zu finden. Möchte ich Menschen, Tools oder Dokumente finden? Ja, also das ist ja, absolut. Finden ist eine Kompetenz und die wird halt leider wenig... Ich würde gerne, es sind zwei Meldungen noch, Marina und Flo, aber ich würde gerne das Voting auf jeden Fall noch machen. Das heißt, ich sage jetzt ganz kurz noch was zu diesen KI-Tools auf dem eigenen Rechner, dann starten wir das Voting und dann können Marina und Flo parallel ihre Frage noch mit reinbringen. Ihr könnt schon mal alle aufs Whiteboard, das brauchen wir dann fürs Voting. Diese dedizierten KI-Tools, klar, ihr kennt alle ChatGPT und den Copilot und Copilot für 365. Was ich damit gemeint habe, sind so Tools, die einfach lokal bei mir auf dem Rechner laufen. Also was ihr hier seht, ist eine lokale KI. Das heißt, das ist eine, die hat ein Sprachmodell, die liegt bei mir auf dem Rechner. Da kann ich quasi hier auswählen. Jetzt hier oben, weiß nicht, ob man es, Winscher sieht man es vielleicht, Llama 3 von Meta.
Das ist so ungefähr Augenhöhe GPT 3.5. No, wenn ich den jetzt frage hier, what is Knowledge Management? Jetzt sieht man hier oben, Modell wird geladen. No, ich kriege eine Antwort und ich kriege die Antwort ähnlich schnell, wie ich das von einem Grok oder so gewohnt bin oder halt einem aktuellen Tool. Knackpunkt ist, ich könnte jetzt, wenn ich nicht in der Teams-Konferenz bin, könnte ich hier das WLAN ausschalten und es funktioniert trotzdem. Also das heißt, in allen Projekten, wo es ein NDA gibt, dass keine Inhalte irgendwohin veröffentlicht werden dürfen, ist es für mich überhaupt keine Option, ne, wenn wir irgendwie ein Projekt machen, irgendwas aus einer E-Mail zu nehmen und das zu ChatGPT zu kopieren. Ne, das geht halt nicht. Und da sind quasi diese dedizierten KI-Tools, entweder DrawThings, das hat man jetzt im MOOC, ne, also so lokale KI zur Bildgenerierung, oder eben lokale Sprachmodelle wie Llama, eine echte Alternative. Vor allen Dingen, weil wenn ich merke, irgendwie die Antwort passt nicht von der Qualität und dein Chat ist nicht so sensitiv, kann ich hier oben einfach umschalten. Ne? Also das heißt, wenn ihr einen API-Key habt von OpenAI oder Mistral oder was auch immer ihr nutzt, tragt ihr in den Tools quasi einen API-Key ein und ich kann im Chat umschalten, ne? Und kann jetzt sagen, ich steige hier oben auf GPT-4, stelle die gleiche Frage nochmal. Sekunde. Ja, man sieht hier oben Success, GPT-4 has been started, das heißt Verbindung zur API wird aufgebaut und dann kommt eben die nächste Antwort aus GPT-4 oder halt eben anderen Modellen. Und das ist, glaube ich, was auch spannend ist, weil jetzt, ich weiß nicht, wer gestern die Folie hatte mit dem Wilden Westen, ich glaube der Harald, wir sind jetzt im Moment in dem Wilden Westen und ich glaube ganz viel Dinge, die offiziell nicht in GPT-4 reingehörten, landen aktuell da. Bis zu irgendwelchen persönlichen Daten von Schülern oder Namen in E-Mails und so weiter. Und man merkt ja jetzt schon, es gibt so die ersten Klagen der großen Musiklabels gegen Suno und so weiter. Also da wird jetzt diese rechtliche Dimension, so ein bisschen wie im Wilden Westen, so langsam werden da auch die Stacheldrähte irgendwo abgespannt. Die Phase kommt danach. Und deswegen finde ich das ganz interessant. Ne? Und die jetzt gestern mit Silvia diskutiert, der hat ihr MacBook dabei. Ne? So diese Frage, auf welcher Art von Rechner kann man denn sowas machen? Ne? Und er auch verfolgt den Medien Copilot Plus, um jetzt auch die ersten ARM-basierten Windows-Rechner, die sowas können. Also das halte ich auch für ein spannendes Feld. So, jetzt würde ich hier mal dieses Voting starten. Das heißt, ihr habt jetzt alle 5 Stimmen und ihr könnt quasi über diese Boxen sagen, warte mal eine Sekunde, warum hat man hier keine? Moment. Muss man nochmal das Voting beenden. Scheiße. Warum ist denn hier das hier? Konntet ihr auf den oberen 2 da voten oder seht ihr da auch kein Vote? Ja, ich habe das Voting nochmal gestoppt. Sekunde. Ups. Die Haken sind jetzt weg, weil ich es beendet habe. So, Moment, ich mache nochmal. Warte, Sekunde, macht mir nichts. Ich kann die. So, macht mal nichts. Irgendjemand tut da verschieben. Keiner macht was. So. Jetzt müsstet ihr voten können. Ja. Wir wollen für den Leitfaden wissen, was aus eurer Sicht die relevantesten Tools sind, um da sich mit KI innen drin zu beschäftigen. Also wir wollen die Brücke bauen zwischen dem LernOS für dich Leitfaden und dem KI-Leitfaden. Und man sieht ja schon, bei der Menge an Tools wird man das nicht umfassend hinbekommen. Das heißt, die Beispiele, die wir jetzt aufgreifen, ne, ist für euch spannender, KI im Betriebssystem oder KI in meinem Outlook, um E-Mails zu formulieren. Und ihr müsst euch jetzt die weißen Felder so 2 Zentimeter nach rechts versetzt vorstellen. Also irgendwie sind die... Ja? Ich kann leider nichts klicken. Also ich sehe dieses Feld zum Voten bei jeder Option, aber ist das nicht anklickbar? Und da steht bei mir noch 5 Stimmen übrig. Ja, da hast du noch keine vergeben. Geht es bei anderen auch nicht mit dem Auswählen? Doch. Welches denn? Doch, es geht.
Es funktioniert. Also das Graue ist digitale Endgeräte, dann Betriebssystem, dann Browser und dann KI-Tools, sowas wie ich am Schluss gezeigt habe. Ah, jetzt geht's. Perfekt. Und in der Mitte bei Process ist Personal Information Manager, das ist sowas wie Outlook, dann digitales Notizbuch, Memex. Und rechts ist verdeckt Website, zweite von oben. Und fünfte von oben, Videoblog. Ich glaube, das sind alle. Und genau, also wenn wir jetzt Beispiele zum Beispiel reinbringen oder Anleitungen in den Leitfaden, was sind die fünf low-hanging fruits, wo er sagt, das muss auf jeden Fall rein. Weil man steht da so ein bisschen wie der Ochs vom Berg. Ne? Man merkt, wenn man jetzt mit Leuten anfängt zu sprechen, keinem ist überhaupt bewusst, was für eine Komplexität ich da zu handeln habe. Ne? Privat, mein GDD privat läuft komplett anders als beruflich, aber manche Sachen, meine Frau will bestimmte Termine auch in unserem Familienkalender sehen, also da, das ist nicht so ganz einfach. Und da hilft es halt, glaube ich, mal zu wissen, wo ihr das größte Potenzial drin seht, um da anzufangen. So was, ja. Ja. Simon, kannst du vielleicht nochmal kurz etwas beim Process über Office sagen? Was ist mit Office gemeint? Naja, Office ist halt im Wesentlichen eine Office Suite. Also egal, ob ihr Google Suite nehmt, man hat so im Microsoft Office Bereich so dieses WePo, ne? Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Ah ja, verstehe. Da wäre jetzt der PIM mit drinnen oder ihr habt LibreOffice oder sowas, also Texte schreiben, Zahlen zusammenzählen, Präsentationen bauen. Genau, Marina hat die Hand oben, das können wir gerade noch machen, wenn du magst. Ja, ich frage mich, dieses Bild, wofür genau soll man das als Individuum nutzen? Sollte man das nutzen, um sich selbst klarzumachen, wie dein eigenes Wissensmanagement, sagen wir mal, strukturiert ist? Ja. Oder? Ja, das ist, das Lernen, LernOS ist ja immer nach Sprints, also immer quartalweise und ich setze mir ja OKRs oder Ziele pro Sprint. Na, und natürlich kann ich das nicht alles beackern. Und wenn ich jetzt sage, wo fange ich denn an, muss ich mal wissen, was ist für mich das Wichtigste. Und dann finde ich vielleicht raus, okay, der Copilot für Microsoft 365 in meinem OneNote, das ist jetzt das, womit ich mich beschäftige. Und dann lasse ich aber die anderen Sachen auch weg. Ne? Weil ich finde, allein so viel Copiloten, wie es von Microsoft gibt, kann ich mich nicht parallel mit allen beschäftigen. Ne? Also es ist so Gestaltung des eigenen digitalen Arbeitsplatzes und dann eben auch Fokussierung, dass man dann bewusst mal sagt, jetzt für den nächsten Sprint ist alles andere weggeblendet und ich überlege mir mal nur, wie ich in meinem OneDrive mit den PDFs chatten kann, die da liegen. Flo hatte, glaube ich, ja, Harald hat den, hat erledigt, okay. Ohne jetzt zu weit zu springen, aber vielleicht bin ich da einfach, sehe ich es zu groß oder so, aber das, was wir jetzt gerade im Kleinen quasi anschauen, also einzelne Funktionen, Input, Output, Process und sagen, da würde ich gern KI und da würde ich gern KI. Also ist mein Bild jetzt so verrückt zu sagen, so angelehnt Bild an den Film Hör, die KI sagt mir, da kommt eine Information rein, ich bearbeite diese Information, gebe mein Input dazu, daraus wird ein Ergebnis erstellt und dann stellt die KI mir die Frage, und wem möchtest du das jetzt mitteilen? Und dann wird der Kanal automatisch gewählt und das Format ist mir eigentlich scheißegal, ob das dann PowerPoint, Wiki oder sonst was ist. Das hat Input, Output. Carsten ist schon aus dem Fenster gesprungen. Ja, naja, ist. Also Also wir waren in einer ähnlichen Diskussion schon mal in Anfang der 2000er, als die Enterprise-Suchmaschinen aufkamen und uns versprochen worden ist, ihr müsst euch überhaupt nicht mehr darum kümmern, wie eure Files strukturiert sind oder ob ihr Text verwendet oder nicht. Die Suchmaschine macht das. Wir sind da heute noch nicht und meine Hoffnung ist bei KI nicht anders. Also wenn man guckt, was Carsten gestern in den Argumenten hatte, ne, 10 Anzeichen, dass du nicht mit deinem Content für KI vorbereitet bist, nur so ein Rack-Use-Case, dass so ein Chatbot irgendwie zu sowas Popeligem wie einer Veranstaltung mit einem Programm Auskunft gibt, hängt massiv davon ab, wie der Content strukturiert ist und wie die Brücke zwischen der KI und was da wie in die Vektordatenbank reinfließt. Also die Hoffnung, dass das so wie meine rechte Hand, die so alles für mich automatisch erkennt, ich weiß nicht. Ja, ich verstehe das schon, was mit der Metapher Wild West, also wir sind ja jetzt gerade, jeder ist mit seinem Planwagen unterwegs und versucht Wasser zu finden. Lass uns das ausprobieren, wenn das einer findet, glaube ich, das wird ein reicher Mensch. Ihr seht das Ergebnis, das ist sozusagen die gehighlightete Version.
E-Mails, beziehungsweise der Memex ist noch drüber, also die 25 ist quasi digitales Notizbuch. Ja. E-Mail, dann sehe ich hier unten 17, Suche, Search ist spannend, Chat Messaging, also es kommt eine relativ klare Top 5, denke ich, raus. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Session. Vielen Dank für euren Input. Und wer Bock hat, wir werden am Ende der Konferenz auch nochmal kurz sagen, wo man sich andocken kann, wenn man jetzt an so Sachen weiter mitarbeiten will. Ne? Also jetzt über die Session hinaus oder auch die Inhalte verwenden will. Dankeschön. Danke, Simon. Ciao. Ja.